Bekannt darüber war lange nichts in der Öffentlichkeit. Ex-Fußballer Paul Breitner und seine Frau Hildegard verschwiegen lange, dass sie hier in Haidhausen bei der Essensausgabe der Münchner Tafel mithelfen, jeden Montag. Die Breitner seit 47 Jahren verheiratet sagen, sie können nicht anders, sagen auch, sie wollen einfach etwas gegen das große Leid tun. Die Leute, die die Münchner Tafel benötigen, um einigermaßen zu überleben, über die Runden zu kommen, die werden nicht weniger, sondern die werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Lebensmittelspenden von all überall her werden dann verteilt statt vernichtet. Nur mit Berechtigungsscheinen erhalten Bedürftige hier eine Ladung Essen. Die Breitners und die anderen Ehrenamtlichen haben hier alles im Blick, kennen hier alle mit Namen, wissen, wer am meisten Hunger hat. Es wird heute nicht reichen, ich sehe das, das Brot wird reichen, das weiß ich, das sehe ich. Insgesamt werden an 20.000 Münchner 120.000 Kilo Lebensmittel ausgegeben, wöchentlich. Für die Tafel war Hildegard Breitner früher auch schon in anderen Stadtteilen unterwegs. Vor 6 Jahren dann gründete die dreifache Mutter diese Essensstation in Haidhausen. 25, 103. Da habe ich mir so viel Sinn dahinter gesehen, weil ich gewusst habe, meine Hilfe bringt was. Und dann bin ich dabei geblieben. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, bitte, du musst auch mitmachen. Seit 12 Jahren hilft bei der Tafel auch ihr Mann mit. Den 66-Jährigen macht das Leid mehr als traurig, denn 150 Menschen schlängeln sich jeden Montag um die Jean-Baptiste-Kirche, holen Waren auch für ihre Familien. Für also insgesamt 400 Menschen gibt es hier Essen. Und das in dem gut situierten Stadtteil Haidhausen. Dann ist es für viele ein Stadtteil, von denen sie nicht glauben, dass es hier eine Tafel gibt. Und dann sagen, hallo, wir machen in Grünwalde eine. Ja, wir haben in Gegenden, in Stadtteilen, auch im Speckgürtel in Ottobrunn. Alles Gute. Vielen Dank. Gerade im Winter spürt die Münchner Tafel die Not am meisten. Wenn es nicht reicht, wird das Essen rationiert. Auch der Letzte muss etwas bekommen. Deswegen stehen die Leute ja an. Und es ist ja nicht lustig, halt zum Anstellen. Kann man ja nicht sagen. Weil wir immer wieder eine Phase haben, wie im Winter jetzt, da haben wir nicht viel Obst. Und die Leute brauchen vielleicht einen Apfel oder vielleicht eine Mandarine oder Orange. Und die müssen wir dann zukaufen. Bitte Leute, spendet Geld, sagen die Breitners. Und auch Sponsoren brauchen sie dringend. Und zum Abschied sagen sie uns noch, wir sind da, egal ob stürmt oder schneit. Denn die Tafelgäste werden immer mehr. Wiederschauen.